Herzlich willkommen beim Rohkost, ein Mainzer Rohkostverrückten. Heute geht es um die spannende Frage, was ich denn anders machen würde, wenn ich heute noch mal neu mit der Rohkost beginnen würde. Denn ist ja jetzt schon eine echt lange Zeit, die ich auf diesem Weg unterwegs bin, so, wenn ich jetzt mal nachrechne. November haben wir, sind jetzt fast 3,5 Jahre. Im Mai 2011 habe ich angefangen und letztens habe ich mal noch mal so zurückgeschaut und mir gedacht so, ja, sind ja ein paar Sachen dabei, die ich jetzt irgendwie dieses Mal anders machen würde. Im Endeffekt hat es trotzdem super geklappt und ich bin jetzt dort, wo ich jetzt bin und ich bin völlig zufrieden und fühle mich super. Aber wenn ich jetzt noch mal heute neu beginnen würde, würde ich definitiv ein paar Dinge anders machen und die möchte ich heute einmal gerne mit auf den Weg geben. Die vielleicht ist ja da für dich auch was dabei, was dir einfach weiterhilft. Die erste wirklich große Veränderung, die ich einfach machen würde im Vergleich zu dem, wie ich es gemacht habe, ich bin ja damals von einem Tag auf den anderen wirklich straight in die Rohkost reingesprungen. Ich habe mir eine einwöchige Rohkost-Challenge gesetzt, weil meine Mama ernährt sich ja schon ein Jahr länger als ich so und ich dachte mir einfach, weil das für sie krass ihr Leben verändert hat, dachte ich mir dann irgendwann so, müsstest du eigentlich auch mal ausprobieren, so testest du mal für eine Woche, eigentlich mit dem Plan hinterher wieder zu Tiefkühlpizza und Co. zurückzukehren. So. Und ja, aber nach ein paar Tagen war mir eigentlich klar, so, da bleibst du weiter auf dem Weg dabei, weil ich habe mich viel energiegeladener gefühlt und es war total krass. Und dann habe ich gesagt, okay, da bleibst du auf jeden Fall dabei und bin halt, wie gesagt, von einem Tag auf den anderen da voll reingesprungen. Wenn ich jetzt das aber nochmal neu machen würde, dann würde ich definitiv mit Raw Till 4 beginnen, weil ich bin der Meinung, das würde auf jeden Fall viele Sachen einfacher machen. In der Anfangszeit hatte ich schon krass starke auch Gelüste nach einfach so kompakten Dingen und habe das dann gelöst, indem ich einfach sehr, sehr viele Nüsse gegessen habe und Trockenfrüchte und habe mich damit dann einigermaßen gut gefühlt. Aber ich glaube, wenn ich mir es von Anfang an quasi erlaubt hätte, am Abend eine gekochte Mahlzeit zu essen, Reis, Kartoffeln, Süßkartoffeln oder auch mal ein Brot, wäre mir das auf jeden Fall die Anfangszeit viel, viel leichter gefallen, weil tagsüber zum Frühstück und zum Mittagessen mit dem ganzen vielen süßen Obst habe ich mich top gefühlt, das war richtig geil, aber am Abend hat mir dann einfach, ja, hatte ich halt Gelüste nach solchen kompakten Dingen und habe mir dann einfach einen Salat immer mit viel Fett, vielen Nüssen reingeballert und da wäre vielleicht am Anfang die Version mit Raw Till 4 eine bessere Alternative gewesen, die es auf jeden Fall leichter gemacht hätte. Auch wenn ich jetzt unterwegs wäre mit Freunden, kann man auch leicht einfach mal essen gehen, muss nicht immer was mitbringen und so weiter. Wenn du Raw Till 4 noch nicht kennst, hier unten sind zwei Videos eingeblendet, die wir mit Sophia gemacht haben. Ein Raw Till 4 Intro und ein Raw Till 4 für Fortgeschrittene. Schau da auf jeden Fall mal rein, falls du mit dem Gedanken spielst, das auch mal auszuprobieren, kann ich dir auf jeden Fall nur empfehlen. Ich würde es, wenn ich jetzt neu beginnen würde, auf jeden Fall machen. Die zweite Sache, die ich auf jeden Fall anders machen würde, wenn ich jetzt neu beginnen würde, ist, ich würde von Anfang an mehr Grün essen, definitiv. Ich habe am Anfang eigentlich fast null Grün gegessen. Also am Abend habe ich meistens Salat gegessen, habe dann ein bisschen Feldsalat, ein bisschen Rucola, ein bisschen Kopfsalat irgendwie dabei gehabt, aber eigentlich verschwindend gering. Auch mein Salat am Abend war größtenteils einfach Gemüse, Gurken, Tomaten, Paprika, Zwiebeln und so weiter. Und ich merke einfach jetzt, wo ich einen sehr hohen Grünanteil dabei habe, ich versuche zu jeder Mahlzeit Grün zu essen. Hier unten ist ein Link zu einem Video eingeblendet, warum ich erklärt habe, warum Grün so wichtig ist. Schau da auf jeden Fall mal vorbei. Deshalb kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, meine Rohkosternährung nochmal auf ein neues Level gebracht, seitdem ich so viel Grün dabei habe, in Form von Grünsmoothies, Salaten und so weiter und so fort. Und wenn ich das von Anfang an gemacht hätte, versucht mehr Grün zu essen, denke ich, wäre mir es am Anfang noch besser gegangen. Ich habe ungefähr erst so, weiß ich gar nicht mehr genau, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr Rohkost habe ich erst angefangen mit grünen Smoothies zu experimentieren. Vorher habe ich das eigentlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und das würde ich auf jeden Fall jetzt gleich vom Start weg machen. Natürlich nicht überfordern. Am Anfang die grünen Smoothies erstmal sehr, sehr, sehr hellgrün halten. Sowas hier, Salatherzen reinhauen, Kopfsalate, Eisbergsalat, Chinakohl. Solche Geschichten, nicht gleich die fetten Wildkräuter und Spinat. So. Klar, wenn dir es schmeckt, mach es auf jeden Fall, aber meistens am Anfang ist man vom Geschmack noch nicht so weit, dass man die krass bitteren Greens gerne mag. Von daher kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, würde ich jetzt nochmal so machen, hellgrünere Sorten, schon mit grünen Smoothies beginnen, vielleicht am Morgen grünen Smoothie und dann einen Obstsalat oder sowas. Also da bin ich mir sicher, wenn ich gleich mit grünen Smoothies gestartet hätte, so wäre es mir am Anfang noch besser gegangen. Und Nummer drei, was ich anders machen würde, wenn ich heute nochmal neu beginnen würde, ist, ich würde definitiv mehr Wasser trinken.
In meiner Rohkost-Anfangszeit habe ich eigentlich am Tag, weiß nicht, 200 Milliliter Wasser oder weniger, ein kleines Glas vielleicht mal. Weil ich dachte einfach, dadurch, dass ich jetzt so viel Obst und Gemüse esse, was ja super wasserhaltig ist im Vergleich zu den ganzen kompakten Brot und anderen gekochten Geschichten, die ich vorher gegessen habe, dachte ich einfach, ich habe so viel Wasser dabei, ich habe viel wärmer Wasser als vorher, da brauche ich zusätzlich kein Wasser trinken. Und ja, es ging mir schon gut, weil wie gesagt, ich habe mehr Wasser als vorher gehabt, weil vorher habe ich jetzt auch nicht so viel getrunken. Aber wenn ich gleich noch mehr Wasser getrunken hätte, dann hätte es auf jeden Fall die Entgiftung viel leichter gemacht, weil mein Körper die Giftstoffe, die zutage gefördert wurden, indem ich einfach angefangen habe, mich so zu ernähren, wie es für meinen Körper super ist, auch viel besser hätte ausleiten können durch die viele Flüssigkeiten. Das habe ich einfach nicht gemacht, dadurch war die Entgiftung ein bisschen länger und ein bisschen schwieriger. Ich habe es trotzdem überlebt, ist alles in Ordnung so, aber wenn ich mehr Wasser getrunken hätte, hätte das viel leichter gemacht. Denn ich merke einfach jetzt gerade, wo ich schon 3,5 Jahre dabei bin, viel Wasser trinke, ungefähr, jetzt bin ich so zwischen 2 und 3 Litern am Tag. Und ich fühle mich viel besser damit, als wenn ich wenig Wasser trinke. Hier unten ist auch noch mein Link eingeblendet zu einem Video, wo es genau darum geht, warum es so sinnvoll ist, viel, viel Wasser zu trinken. Schaut auf jeden Fall mal rein, das kann ich dir nur empfehlen. Ich würde es jetzt, wenn ich neu starten würde, genauso machen, dass ich mich einfach mit Wasser voll pumpen würde. Das würde vieles leichter machen. Und last but not least, die letzte Sache, die ich anders machen würde, wenn ich jetzt heute nochmal neu starten würde. Ich würde mich gleich von Anfang an mit Leuten connecten, die auf dem gleichen Weg unterwegs sind wie ich so. Also ich kann nur sagen, jetzt in dem letzten halben Jahr bis einem Jahr, wir hatten ja jetzt gerade unser einjähriges Rohkost 1-Mainz Jubiläum. Hier unten ist nochmal eingeblendet ein Link zu unserem Artikel, den wir gemacht haben, wo es ein kleines kostenloses E-Book für dich gibt. So als Jubiläumsgeschenk, wenn du es noch nicht heruntergeladen hast, so, holst du dir auf jeden Fall. Wir haben schon viel tolles Feedback bekommen von Leuten, denen es gut gefallen hat. Ja, wie gesagt, ein Jahr gibt es jetzt Rohkost 1-Mainz in diesem einen Jahr und gerade in dem letzten halben Jahr hat sich so viel in meinem Umfeld verändert. Ich habe so viele unglaublich tolle Menschen kennengelernt, die jetzt eine feste Säule von meinem Leben sind. Mein Umfeld hat sich in dem letzten halben Jahr komplett verändert. Die Leute, mit denen ich vorher viel gemacht habe, sind größtenteils aus meinem Leben verschwunden, weil es sich einfach in unterschiedliche Richtungen entwickelt hat. Und das finde ich aber auch überhaupt gar nicht schlimm. Es ist völlig natürlich, wenn man sich anders entwickelt, dann lernt man wieder neue Leute kennen, die sind dann wieder in seinem Leben drin und das ist völlig okay. Und jetzt bin ich an dem Level, wo ich wirklich viele Menschen kennengelernt habe, die auf dem Weg unterwegs sind wie ich. Und das ist einfach so ein schönes Gefühl, dass ich quasi merke, so, ich bin da gar nicht alleine. Ich bin kein Alien, der in dieser Welt, die sich von Fleisch ernährt und Alkohol trinkt und Scheiße macht und was weiß ich alles, bin ich kein Alien, der irgendwie anders ist, sondern es gibt noch viele, viele andere Menschen. Und wenn ich das am Anfang gleich gesucht hätte, den Kontakt zu gleichgesinnten Menschen, dann wäre es mir auf jeden Fall viel, viel leichter gefallen. Da bin ich mir ganz sicher. Klar, vor 3,5 Jahren war diese Szene noch viel kleiner. Es gab wahrscheinlich noch viel weniger Leute als heutzutage. Aber ich bin mir sicher, wenn ich es irgendwie ein bisschen mehr forciert hätte, einfach im Internet, über Facebook, über Gruppen, hätte ich auch damals schon Leute gefunden, die das machen, was ich mache und hätte mich dadurch einfach mal viel mehr mit Motivation, mit Inspiration vollpumpen können. Ja, das hätte es auf jeden Fall leichter gemacht. So die ersten Jahre waren schon schwierig, weil ich einfach in dieser Welt so irgendwie komplett anders war und eigentlich bis auf meine Mama fast keine Leute kannte, die auch vegan, geschweige denn rohköstlich unterwegs waren. So. Ja, würde ich dieses Mal jetzt einfach anders machen. Es hat im Endeffekt, wenn ich zurückschaue, trotzdem funktioniert. Aber ich kann dir nur empfehlen, gleich von Anfang an den Kontakt zu Leuten zu suchen. Jetzt durch Facebook, durch Instagram, durch einfach YouTube. Es ist so, so leicht, sich mit Leuten zu connecten, die das Gleiche machen wie du. Musst du auf jeden Fall nutzen, dann wird es dir viel, viel leichter fallen. Das kann ich dir nur empfehlen. So, das waren meine 4 Dinge, die ich anders machen würde, wenn ich heute nochmal neu in die Rohkostwelt reinspringen würde. Und ich kann dir nur empfehlen, wenn du jetzt an dem Punkt bist, so, dass du noch sehr am Anfang stehst, nimm dir die 4 Dinge zu Herzen. Ich bin mir sicher, für mich hätte es auf jeden Fall vieles leichter gemacht und für dich bestimmt auch. Und wenn du jetzt sagst, so geil, das hat mir gefallen, da war was für mich dabei, so, gib diesem Video einen Daumen nach oben, dann würde ich mich tierisch freuen darüber. Abonniere unseren Kanal, dann bekommst du in Zukunft alle Videos, die wir machen werden. Natürlich kostenlos, wenn du neu bei YouTube bist, so, musst keinen Cent für bezahlen, Videos alle for free. Und wir sehen uns im nächsten Video. Lasst es dir gut gehen, danke fürs Zuschauen und hau rein, ciao.
Herzlich willkommen bei Rohkost, meinen Sie Rohkost-Verrückten. Heute geht es um unser Rohkost-Picknick vom letzten Wochenende und die Tatsache, dass auch du, genau du, unbedingt mal zusammen treffen gehen solltest.